Hallo liebe Wanderfreunde, wir haben den 5. Oktober 2024 und auch wenn es hier wie Wald oder Single Trail aussieht, ich bin in Hitzacker, ja, Niedersachsen, und Hitzacker liegt an der Elbe, deswegen bin ich hier. Die Elbtour Nummer 10. Es ist leider schon die drittletzte. Es kommen nur noch zwei, also neben Hitzacker kommen nur noch zwei weitere Touren. Und dann ist dieses Projekt auch schon wieder beendet. Aber ihr seht, Sonne scheint. Die Sonne meint es gut. Es ist noch relativ frisch, obwohl es schon fast um 9 ist. Ja, seht ihr vielleicht am Atem. Aber es macht richtig Spaß, bei diesem Wetter draußen zu sein und hier diese Gegend sich mal anzugucken. Ich bin ganz gespannt, was Hitzacker so zu bieten hat. Wie die Elbe hier aussieht. Das wird bestimmt eine schöne Wanderung. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch dieses Video an. Viel Spaß dabei! Das hier ist die alte Jezel. Und hier kommt jetzt gleich die Altstadt. Das ist wie eine Insel, umschlungen von der alten und von der neuen Jezel. Das Wasser geht hier unten drunter lang. Nehme ich zumindest an. Sieht jetzt zwar nicht so aus, aber irgendwie ist hier drüben ja wieder die neue Jezel oder die Jezel. Okay, jetzt geht's in die Stadt. Noch immer nicht an der Elbe, denn das da ist die alte Jezel. Hier. Und da hinten ist die Elbe. Da fließt die Jezel rein.
das ist hier immer noch die Jezel. Und hier hängen auf dieser Brücke Hochzeitsketten. Nach ein paar Treppenstufen, ich pumpe noch ein bisschen, hat man hier oben auf dem Weinberg wirklich diesen tollen Ausblick. Da ist die Elbe. Ja, hier ist es schon ganz schön groß. Hier ist auch, sieht man nicht ganz, die Einmündung der Jezel in die Elbe, die ist ja unter uns. Toll. So, dann wollen wir doch mal hören, ob es diesem Holz hier noch was zu entlocken gibt. Das klingt einfach nur dumm. Etwas anders. Das ist tiefer gelegt. Ah! Ja, und hier ist nichts mehr dran. Ist aber am lautesten. Mehr ist nicht zu holen. Martin an der Elbe bei Hitzacker. Das gefällt ihm.
Er schaut sehnsüchtig in die Ferne. Hier scheint lange keiner mehr lang gegangen zu sein, denn das ist ganz schön zugewuchert. Schöne Brennnesseln, auch in Kopfhöhe. Und überall sind auch Spinnweben so quer über den Weg, wer das kennt. Die ziehen sich dann ganz um den Kopf herum. Und ja, das kribbelt dann überall an den Ohrläppchen, merkt man das sogar. Das ist Natur. Der Natur kommt man manchmal so nahe. Und dann bedankt sie sich durch so eine kleinen Maßnahmen, dass man sie wirklich hautnah spürt. So, auch wieder ein interessantes Gelände hier. Mal gucken, wo mich das hier noch hinführt. Auch so urig kann es hier an der Elbe aussehen. Ein bisschen überflutet hier, aber wunderbar, gefällt mir gerade sehr gut. Die Bäume, ja, haben hier Platz zum Wachsen. Klar, holen sich auch manchmal nasse Füße, das müssen sie aushalten. Und hier ergibt sich natürlich auch wunderbares Weideland. Und da hinten habe ich ein paar, was sind das? Pferde. Es sind tatsächlich Pferde entdeckt. Die können sich hier natürlich schön bewegen. Ist gerade eine schöne Ecke hier. Es war eine Koppel, ne, ist abgezäunt. Also ich muss auch jetzt hier hoch. Aber ist gerade sehr schön. Wo bin ich jetzt? Na, knapp 10 Kilometer. Auch hier drüben, ja, von da bin ich ja gekommen, von diesen Wiesen. Nasse Füße geholt, ja, aber damit muss man halt rechnen.
und eine Ruhe hier. Nur ein paar Vögel zu hören. Weiter geht's. Ich genieße gerade diese Ruhe hier. Das war nicht meine Tour, die ist noch nicht zu Ende, aber ich verabschiede mich jetzt von der Elbe. Hier an dieser wunderschönen Stelle war zwar jetzt ein bisschen morastig der Weg, dass ich hier bis zu dieser Spitze hier nach vorne gehen konnte. Hier sieht man fast nur Tierspuren. Hier merkt man auch, dass das Wasser vor kurzem noch gestanden haben muss. Ja, das Panorama hinter mir ist schon toll. Weiter gehe ich jetzt hier aber nicht. Meine Schuhe sehen schon dreckig aus. Ja, Hitzacker ist noch nicht vorbei. Da muss ich ja noch hin. Ich bin jetzt ungefähr, wo bin ich denn jetzt? Bei fast 13 Kilometern. Aber an der Stelle, wie gesagt, ist erstmal Schluss mit der Elbe. Tschüss, du schöne Elbe. An dieser Stelle reicht mir das dann. Jetzt geht es noch ein bisschen im Landesinneren lang. Dann können auch meine Schuhe wieder trocknen. Und alles ist gut. Aber es ist gerade sehr schön hier. Überall sind Geräusche von irgendwelchen Wasservögeln. Genieße ich gerade.
Schaut euch mal diesen Wald hier an. Der Boden hier, ganz weich. Ist wie so ein Märchenwald hier. Natürlich schnurstracks hier angelegt, also sieht schon aus wie eine Plantage. Wenn man sich mal die Bäume hier anschaut, alle in einer Reihe. Schaut mal nach da, mag es ja noch gehen, ne? Aber wenn man die Struktur mal richtig liest, ist das natürlich so natürlich nicht gewachsen. Also scheint ein Forstwald zu sein. Weiter geht's. Schön, wenn die Sonne hier so reinscheint. So, hier mitten im Wald gibt es einen Einmannbunker. Hier oben sieht man auch, ja, ein Schlitz dran. Und hier kann man sich tatsächlich reinstellen. Ich stelle mich da jetzt nicht rein. Ich leuchte da nochmal rein. So. Wofür auch immer die mal genutzt wurden. Hier ist ja nichts mit Sprengung irgendwo in der Nähe, dass man sich ja Schutz aufsucht. Und man sieht ja auch keine wirklichen Schießscharten. Wer weiß. Ist hier eine Information. Achtung, ne? Das ist auch ein interessantes Schild. Dass es hier Bodeneinbrüche gibt. Ein bisschen aufpassen. So, das ist hier eine kleine Siedlung. Essen. Kann die Stadt gemeint sein, kann aber auch die Tätigkeit Essen sein. Aha. Schön getarnt hier. Schön grün. Zugewachsen. Großer Grillplatz. Ach, hier steht wieder Berlin dran. Auf der anderen Seite Essen. Ist vielleicht so nochmal in der Mitte getrennt. So eine Art Finnhütten. Interessant. Zelle. Diese grünen Dächer sind toll. Hat sich also die Natur sozusagen schon zurückgeholt. Hier ist Stade. Sind ja alles mehr oder weniger Örtlichkeiten von hier. Okay, was haben wir hier? Aachen. Das Haus Aachen. Bonn. Interessante Siedlung, scheint aber zurzeit nicht bewohnt. Ich versuche mal hier auf den Weg wieder zurückzukommen. Es ist soweit, die Tour neigt sich dem Ende. Noch 1 Kilometer bis zur Ferienwohnung. Ja, was gibt es zur Tour zu sagen? Sie hat sich in 2 Teile geteilt, würde ich mal so definieren. Der erste Teil war sehr interessant. An der Elbe natürlich lang. Erstmal an diesen kleineren Zufluss. Und natürlich Hitzacker selber. Ja, die Stadt war schon schön. Aber der zweite Teil jetzt, der Rückweg. Ja, ich mag ja Wald. Aber es war jetzt kein Highlight mehr. Also gefühlt jetzt so die 10 Kilometer nichts Besonderes mehr. Okay, unabhängig davon, insgesamt war es eine schöne Elbe-Tour.
Am Anfang war die Sonne noch da, auch das war vielleicht auch ein Grund dafür mit, dass man das als besser empfunden hat. Und jetzt hat sich hier natürlich ein bisschen zugezogen, ist aber auch schön, denn vorhin bin ich ganz schön in Schwitzen gekommen. Da ging es aber auch teilweise berghoch und jetzt kann das schön auslaufen. Ich kann mich akklimatisieren, bin auch gleich wieder ein Hitzacker, werde mir irgendwo eine Gaststätte noch suchen und was Schönes essen. Und dann war es das für heute. Martin hat sich auch gefreut, er konnte mal die Füße in der Elbe halten, hat natürlich die Schuhe anbehalten. Ich habe doch geschimpft mit ihm, aber naja, ja, wie es so ist, Enten hören auch nicht immer zu. In dem Sinne, wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar, Abo dalassen und Glocke setzen. Liebe Grüße aus Niedersachsen, Region Lüchow-Dannenberg. Ja, und hier laufe ich gerade am Ortseingangsschild von Hitzacker vorbei. Das blende ich hier mal noch ganz kurz mit ein. Da ist es, Hitzacker. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da. Hitzacker hat mich also wieder. Und hier ist gerade Werbung. Vom 11. bis 13. Oktober ist der 427. Gallusmarkt. Was auch immer ein Gallusmarkt ist, kann man höchstens mal googeln. So, aber jetzt Schluss. Liebe Grüße von Martin und von mir aus Niedersachsen. Hitzacker. Tschüssi. Übrigens, ja, nächsten Monat geht's nach Hamburg. Natürlich darf diese Elbestadt nicht fehlen. Das wird schön. Bye, bye.